Hallo und willkommen zurück zum Stream von Destiny. Sorry, bei mir ist hat mein Router neu gestartet, ne? Kennt man ja. Scheiß Ding. Nee, das Router startet nicht neu, sondern das Internet wird resettet. Du bist irgendwie ein Sadist, kann das sein? Nein, bist du sicher? Bist du wirklich sicher? Warum sehe ich dich dann gerade durchs Fenster? Kontrolle! Bravo, Team! Da stecke ich sie dir in den Arsch! Es gibt nur einen Pfad zum Sieg, Hüter. Nehmt die Zonen ein und zerstört eure Feinde. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C ist sicher. Das von Lutz meinst du? Zone B ist sicher. Ja, okay, wir sind ja auch erwacht. Ey, wieso sind nicht gestorben? Ich hab den zweimal geschlagen. Ey, wieso verrecken die Wichser nicht, wenn man die zweimal schlägt? Jedes Mal kriegt er einmal keinen Schaden. Zone Warum B nicht? Verloren. Verdammte Scheiße nochmal, ey. Maschinengewehr ist normal. Feind hat Zone B erobert. Zone A neutralisiert. Zone A ist erobert. Sie gehört euch. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Zone B ist neutralisiert. Schwere Munition kommt. Deine Mutter stirbt! Zone B ist sicher. Ich hab deine Mutter gekillt. Schwere Munition verfügbar. Ihr habt Zone C neutralisiert. Zone A verloren. Ihr habt Zone C eingenommen. Der Feind hat Zone A erobert. Hat der echt, der kommt gegen mich an. Na, Skorpion? Führung übernommen. Zone A neutralisiert. Ihr habt Zone A erobert. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. Mein Kill, du Arsch! Kill die beiden! Scheiße! Zone A verloren. Hat Zone A erobert. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Doppelkill.
Schwere Munition kommt. Zone A neutralisiert. Böse, dein Mutter. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Feind hat Zone C eingenommen. Ey, was war? Ey, er hat seine Ulti gemacht, die Sau. Zone A verloren. Zone C neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C ist sicher. Ich hab hier mein Legendary. Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. Dein Mutter! Stirb! Ich hab ihn erschossen. Zone A ist sicher. Zone C verloren. Zone B ist neutralisiert. Ich hab schon wieder deinen Mutter gekillt. Zone B ist sicher. Da ist er. C neutralisiert. Zone B verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Maximalspachtel. Ein Deutscher. Ich bin zweiter Platz. Cool. Zone B ist sicher. Schwere Munition kommt. Ah, oh, Scheiße, ey! Zone A verloren. Der schießt mir mit in die Fresse, ey. Ich hab ihn fast tot gehabt, ey. Hab ihn nur Kopfschüsse verpasst. Der Feind hat Zone A erobert. Ich bin jetzt bei Zone C Abfänger. Neutralisiert. C ist sicher. Zone A neutralisiert. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht. Böser Junge. Mach das nie noch einmal. Feind hat Zone C eingenommen. Ich bin der Abfänger. Wir haben Zone C neutralisiert. Ihr habt Zone C eingenommen. Ihr habt alle Zonen erobert. Zone
Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Schwere Munition kommt. Schwere Munition verfügbar. Nur noch 5 Minuten. Zone C verloren. Ja, manche sterben verzögert, habe ich bemerkt. Weiter Zone C eingenommen. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Scheiße! Wurde gekillt, ey. Nur 1300 Punkte etwa. Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. Zone C neutralisiert. Ist sicher. Oh, Scheiße. Da kommt einer. Da hat einer mit einem Dingsbums durch die Gegend gefahren. Zone A verloren. Moskito. Zone C verloren. Weiter ja, Zone C Schiff eingenommen. Gemeint. Zone B ist neutralisiert. Weiter Zone B erobert. Ihr habt alle verloren. Sie haben die Kontrolle. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Schwere Munition kommt. Schwere Munition. Was bleibt denn, Zone? Meine Ulti ist bei jedem Mitspieler bei mir abgeprallt, ey. Scheiße, wir müssen mal wieder einen einnehmen. Wir dürfen nicht verlieren, ey. Zone C neutralisiert. Der Feind hat Zone A erobert. Ich wurde angeschossen. Scheiße, ein verfickter Sniper. Zone C. Vorsicht, Stefan, du Idiot. Da hinten kommt einer. Zone B ist neutralisiert. Stefan, du Vollidiot, ey. Der war ein Vollidiot hoch 10. Weiter Zone B erobert. 10 müssen wir schützen. 10 müssen wir schützen. Zone C verloren. Zone A neutralisiert. Weiter Zone C eingenommen. Ey, ich hab doch. Lol. Zone A ist sicher. Könnten wir auch verlieren jetzt langsam. Nur noch 1 Minute. Im Schmelztiegel ist kein Platz für Gnade. Zone A verloren. Wir haben Zone C neutralisiert.
Wir haben Zone C eingenommen. Der Feind hat Zone A erobert. Jetzt geht die Zone A mit dem Mosquito. Letzten 30 Sekunden laufen. Und wieder yes. Ein gewonnener Kampf. Auf zum nächsten. Lackiertes Helios FR4. Kenne ich nicht, nie gehört. So, ich glaube noch einmal und dann habe ich, glaube ich, mein Ding fertig. Ja, 1043 Punkte fehlen mir. Bei erschöpfter Handfeuerwaffe war ich natürlich wieder null. Also ganz ehrlich, entweder sollten sie diese Herausforderung endlich ändern, dass man da auch mit Toten es schafft. Weil, Entschuldigung, also dann ist es unmöglich für einen Spieler, der überhaupt nicht gut im PvP ist. Ich bin nämlich nicht gut im PvP. Ich bin entweder schlechter als meine Kills oder ich bin ausgeglichen. Also im PvP war ich noch nie gut. Mal gucken, was ich jetzt nach diesem PvP-Match mache. Bei Eroberung dieses Ding hier, da mache ich viel mehr Punkte als beim normalen Scheiß, da PvP gegeneinander nur. Ich finde das immer auch so eine Sauerei wegen der Pistole, Entschuldigung, aber die Leute, die nicht gut genug im PvP sind, sind das verarsche. Kontrolle! Alpha-Team! Erobern und verteidigen, Hüter! Ich auch. Feind hat Zone C eingenommen. Zone A ist sicher. Zone B ist sonst sicher. Ziemlich übernehmen. Ja, ich hab ihn gekillt. Maximalspachtel. Mit Nahkampf. Dann kamen wir. Ne, ich wurde nicht von Spachtel gekillt. Übernommen. Deine Mutter. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Zone C neutralisiert. Alter, wieso sind die nicht tot? Die hätten tot sein müssen. Führung abgegeben. Jetzt bin ich verarscht. Feind hat Zone C eingenommen.
Das sind Camper. Die campen jetzt mittlerweile. Das ist ja jämmerlich. Ja, die sind hier total auf Campen konzentriert, also ja, fixiert, sag ich mal. Die haben jetzt gemerkt, die verlieren jedes Mal und deswegen campen die jetzt die ganze Zeit. Die sind nicht tot, die müssen tot durch meine Granate sein. Und die durch Schilde weg. Was ist denn das für eine Verarsche? Schwere Munition verfügbar. Zone C neutralisiert. Zone B verloren. Oh, da war noch einer. Oh, ich wollte gerade schlagen. Okay, egal. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Feind hat Zone B erobert. In Führung. Zone C verloren. Führung verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Oh. Mit einem Schuss hat er mich weggeballert, ey. Egal, jetzt zeig ich meine Ulti. Skorpion hätte sie nicht früher killen können. Der hat mich gerade weggenatzt, ey. Ich bin gerade im Spawnpunkt direkt da wieder weggeballert worden. Ihr habt Zone C neutralisiert. Der ist durch dein Schild. Der kann durch dein Schild gehen und dann macht er die. Das ist ja schwul. Entschuldigung, das ist eine Attacke. Die muss. Das müsste die auch abhalten. Also, Entschuldigung, das ist eine Verarsche. Ey, das ist schwul. Sorry, aber das ist echt schwul. Zone C ist sicher. Zone B neutralisiert. So geht das. Scheiße, so nicht. Feind hat Zone B erobert. Deine Mutter ist gestorben. Hab ihn zurück erschlagen.
Zone B ist neutralisiert. Schwere Munition kommt. Zone B ist sicher. Schwere Munition. Haha, Blitze habe ich mitgenommen. Super, hier waren wir bereit. Genau, erschieß deinen Kumpel, du Vollidiot. Gut. Endlich war einer Maximalstart klappen zu gehen. Der rechts ist gerade an mir. Zone A ist sicher. Alle Zonen unter Kontrolle. Ihr beherrscht den Feind. Führung übernommen. Wenn wir das jetzt sehr lange halten, haben wir so wirklich gewonnen. Verloren. Wir müssen Zone C wieder einnehmen. Feind hat Zone C eingenommen. Wir haben Zone B eingenommen. Zone B verloren. Ich hab den gerade gekillt. Ich hab den gekillt mit meiner. Alter, Zone B erobert. Ihr habt Zone C. Ich hab den gerade gekillt, ey. Mit meiner Nahkampfattacke. Ihr habt Zone C eingenommen. Volltreffer. Arschloch. Zone A verloren. Ja, komm. Der Feind hat Zone A erobert. Wird jemand mal zu mir kommen? Ich muss mich gerade allein beschützen. Danke. Ich soll ein bisschen früher kommen können. Zeig ihn Eis! Alter, ich hab einen noch im Nahkampf mitgenommen, ey! Mit einem einzelnen Sieg gewinnt man keinen Krieg. Gewonnen. Aber es ist ein Anfang. Gute Arbeit. So, ich hoffe, jetzt habe ich es endlich vollständig, ey. Wenn ja, dann gebe ich jetzt nicht. So eine Scheiße. Eine seltsame Münze, du Arsch. Und mir fehlt schon wieder ein paar Punkte. Wieso, welche Quote hat er denn? So, noch eine Runde und dann habe ich den Scheiß endlich fertig. Dann gehe ich zur Erde. Schön. So, noch einmal Kontrolle und danach bin ich endlich fertig, ey.
Und was sagst du? Hat dir das im Multiplayer schon geholfen, dieser Unterstützungstypi? Ja, natürlich, das stimmt. Oh mein Gott, einer hat noch das Anfangsschiff, ey. Oh meine Fresse. Nee. Wie kann man das noch haben? Ich hab's zerstört. Nee, das Anfangsschiff war ich zerstört. Hast du den Platz abgesagt, leck mir am Arsch. Bravo, Team. Erobern und verteidigen, Hüter! Der Feind hat Zone A erobert. Zone C ist sicher. Wir haben Zone B eingenommen. Von hinten kam einer. Weiter hat Zone C eingenommen. Zone B verloren. Zone A neutralisiert. Weiter hat Zone B erobert. Zone A ist sicher. B neutralisiert. Dieses kann aber B mit mir gewesen. Verstehe ich. Ich ja endlich. Feind hat Zone B erobert. Woher kam der denn schon wieder? Ja, der wurde noch nicht mal aus dem... Ich hab mich verarscht. Die campen ja wirklich... Ey, die campen da ja wirklich, die Schwanzlutscher. Ey, was sind denn das für Feiglinge? Nur weil sie jetzt die ganze Zeit... Lusch. Wieso hat jemand deine Mutter gekillt? Da steht einer direkt beim Ding. Ich glaube, das war. Was, du hast Lutz? Bei B, genau. Lutz, du stehst bei B und lässt deine Mutter mich killen. Der rennt an dir vorbei, du lässt deine Mutter mich einfach killen. Schieß noch nicht mal auf ihn. Lässt ihn einfach weiterlaufen. Schwere Munition kommt. Deine Mutter killt da alle. Weil ja niemand deine Mutter killt. Schwere Munition kommt. Ey, der hat sogar seine Spezialattacke benutzt, nur mich zu killen, ey. Zone A verloren. Feind hat Zone B erobert. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Wir verlieren. Das können wir nicht mehr gewinnen.
Zone A neutralisiert. Zone C verloren. Zone A ist sicher. Wieso konnte die nach rechts laufen, verdammt? Feind hat Zone C eingenommen. Die nach rechts laufen, komisch. Das ist eine Sauerei hier. Zone B ist neutralisiert. Feind hat Zone B erobert. Oh, wir finden hier immer 114 Punkte, leck mich langsam. Zone C neutralisiert. Zone C ist sicher. Zone B ist neutralisiert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Dreier Kill. Weltraumzauber habe ich gemacht, ey. Drei Kills auf einmal. Halt mal. Dachte ich gerade schon. Ich muss nur zum Waffenmeister, dann habe ich die Waffe wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich hab ein Postmortem mitgenommen. Schwere Munition kommt. Geil. Schwere Munition. Oh nein! So knapp, ey. Jan Flort überlebt, er kämpft da in der Ecke. Zone B verloren. Feind hat Zone B erobert. Zone C neutralisiert. Zone A verloren. Ihr habt Zone C eingenommen. Oh nee! Das war seine Attacke, los. Der Feind hat Zone A erobert. Ja, weil du im Schild warst. Die Attacke geht erkannt mal durch deine. Yeah, ich hab ihn noch gekillt! Yes! Zone A neutralisiert. Zone C verloren. Zone A ist sicher. Weiter Zone C eingenommen. Zone B neutralisiert. Lutz, ich frag mich eigentlich, wozu da bist. Wozu gehst du immer da raus? Verstehe ich nicht. Warum guckst du nicht auf dein Radar? Zone A verloren.
Ja, seltsamerweise bist du in die Richtung gegangen, wo kein Gegner ist. Nämlich rechts war der Gegner, nicht links. Zone C neutralisiert. Feind hat Zone B erobert. Zone C ist sicher. Alter, mit einem Ding hat er mich weggenommen. Du bist noch nicht Tothüter. Mach weiter. Damit kann jeder einen killen, also das ist nicht schwer. Der Schmelztiegel ist nicht zu unterschätzen. Mit einem MG kann man auch mehr Leute killen eigentlich. Aber bloß, da muss man schon präzise sein. So, ich gehe mal jetzt zur Erde. Ich will mal gucken, was ich jetzt kriege. Wenn ich wirklich jetzt Impulsgewehr jetzt kriege, dann lache ich mich tot. Oh mein Gott, dann raste ich aus. Dann raste ich echt aus, Lutz. Ja, also die Handfeuerwaffe, ne? Also das finde ich schon eine Unverschämtheit, dass man da nicht sterben darf. Also es ist echt eine Unverschämtheit. Kann man nicht anders sagen. So. Morgen werde ich dann wahrscheinlich mit dem Farmen anfangen. Machst du mit, Lutz? Den ganzen Tag farmen? Ja, Heliumfilamente, Relikteisen, Geistblume. Hä? Ja, ich werde morgen nicht farmen, damit ich das später nicht mehr machen muss. Dann kann ich nicht tun und lassen, was ich will. Ach nee, du willst also nicht deine Legendary Sachen und so weiter alles auf maximal machen. Welch wunderbares fast Hannibal E. schon wieder. Wir wollen mir noch Hannibal E. geben. So, jetzt zum Waffenhändler. Was denkst du? Ah, jetzt krieg ich die Waffe, Lutz. Ja. Jetzt muss ich noch eine gucken, wie ich die aufrüsten muss. Mit was muss die aufgerüstet werden? Auch mit Relikteisen. Ey, wollt ihr mich alle verarschen, ey? Immer nur Relikteisen, ey. Raum 709. Ja. Wann immer du mich brauchst, Hüter. Ich habe hier einen Impulsgewehr Level 20, ey. Und ich kann es nicht rausholen. Weil mein Inventar voll ist. Ich kann aber das rausnehmen. Und
das reintun. Dann kann ich das rausholen. Und zerstören. Damit kann ich das andere wieder reintun. Er ist tot. Du Schlumpf, du. Mein neues Exotik-Impulsgewehr heißt. Mein neues Exotik-Impulsgewehr heißt schlechtes Karma. Schlechtes Karma. Ui, das Impulsgewehr macht sogar Kinetikschaden. Cool. Natürlich darf ich hier durchrechnen, wie viel ich Relikteisen jetzt brauche. 16, 32, 64. Nochmal extra 72 Relikteisen. Das wird lustig. Da liegt ein 42. N-Gramm. Aber okay. Ja, du hast irgendwas genommen. So, ich denke gerade nach, was ich noch machen soll jetzt. Weil wirklich was zu tun gibt's nicht mehr. Farm habe ich keinen Bock drauf. Multiplayer habe ich jetzt auch kurze Zeit keine Lust mehr drauf. Und Königin, das mache ich morgen wahrscheinlich erst wieder, wenn ich mit dem Farmen fertig bin. Hm. Na, ich glaube, ich höre gleich auf für heute. Glaube ich zumindest. Habe ja auch sehr viel geschafft eigentlich, muss man sagen. Hast du es gerade aus dem Engramm gekriegt oder was? War irgendwie klar, dass du nicht für deine Klasse was kriegst. Das wäre ein Wunder, wenn du was für deine Klasse kriegen würdest. Ja, aber was denkst du, was bei mir passiert ist? Warlock. Hallo. Brauche ich nix.
Bleib selber. Kann man irgendwo eigentlich von Schmelzziegelmarken Dingsbums kaufen? Wie heißt das? Fahrzeuge? Nee, ne? Okay. Vielleicht bin ich länger hier. Quartierwart. Der will aber Vorhutmarken. Ah, da meinst du. Ah, okay, dann guck ich mal nach. Schnell, Schwester Fleisch. Dann ist, willst du wissen. Daten, losgelöst von Materie. Reine Bedeutung. Der Meister. Ein Quartiermeister. Du willst in den Schmelztiegel? Schmelztiegel, Quartierwart. Ich bin der Schmelztiegel. Ah ja, der. Sind das die gleichen wie die beim Vorhut-Ding? Kann das sein? Jetzt weiß ich genau, was ich noch machen kann, um den, um meinen Schmelzziegelrang aufzuleveln. Die ganze Zeit Drehmetall sammeln. Und dann. Na, Lutz? Dann kann man die ganze Zeit die Scheiße machen. Stimmt ja, ich hab total vergessen. Ja, ganz nett. An ihm das Beste. So, ich habe jetzt wieder mein legendäres Schiff ausgerüstet. Ja, mein legendäres Schiff ist wieder ausgerüstet. Davon habe ich mittlerweile keine mehr. Und dafür habe ich meinen Raketenwerfer vollständig fertig. Ich muss nur 500. Hä? Besiege Hüter im Schmelzziegel mit leere Schaden. 14 von 500. Jetzt denke ich drüber nach, wo kommen am besten eigentlich diesen Scheiß leveln? Damit ich das auch mal schaffe mit der exotischen Waffe. Fällt mir eigentlich kein Ort ein, ne? Kein einziger Ort. Ja, ich höre jetzt auch auf. Beim Stream sage ich dann mal ciao, ciao. Wenn es euch gefällt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und wenn nicht, ja, dann geht es schnell. Nee, Spaß. Es geht morgen dann wieder weiter, wann genau, weiß ich nicht. Ich werde schauen. Bis dann, Jungs und Mädels. Ciao, ciao. Gute Nacht.